Hey, der Hannes hier. Schön, dass du hier bist. Ich möchte dir in diesem Video den Song Paranoid von Black Sabbath auf der E-Gitarre zeigen. Ein sehr, sehr geiler Song. Er hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ich meine, Ozzy Osbourne lebt immer noch und er zeigt, dass man auch als alter Mann noch richtig rocken kann. Also müssen wir hier als junge Vertreter die Gitarre hochhalten und sagen, der Rock ist auf jeden Fall noch nicht dead. Und dieses Riff macht wirklich auch Bock zu spielen. Pack deinen Verzerrer aus, pack dein Plektrum, deine E-Gitarre aus. Wenn nicht auf einer akustischen, könnte man ihn eigentlich auch spielen. Ist bestimmt ganz witzig. Und bevor wir loslegen, schau mal in der Videobeschreibung. Da findest du nämlich für die ganzen neuen Rocker da draußen meinen kostenlosen Crashkurs zum Thema natürlich Gitarre. Egal, ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, ist auf jeden Fall was für dich dabei. Und auch egal, ob du eine akustische oder eine E-Gitarre wie diese hier oder was weiß ich was für eine hast. Damit kannst du auf jeden Fall arbeiten, da werden sie geholfen. Und jetzt geht's los mit Folgendem. Paranoid von Black Sabbath. Wir legen los im 12. Bund auf der E-Seite und im 14. Bund auf der A-Seite. Ein waschechter E-Power-Chord. Das Ganze braucht schon ein bisschen Verzerrung. Also, ich überlege dir gerade, wie ich es dir sage. Nicht zu viel Verzerrung, weil wir sonst einen sehr matschigen Sound bekommen. Da ein bisschen drauf achten vorweg. Und wenn du zur Aufnahme mitspielen willst, es ist ein bisschen eigenartig. Die Aufnahme ist, ja, wenn man seine Gitarre richtig stimmt mit Stimmgerät und allem, ist die Aufnahme aber irgendwie einen Tick zu hoch. Und das klingt fürchterlich schief, wenn du dazu mitspielst. Ich weiß nicht, wodurch das ausgelöst ist. Und nur so als kleiner Hinweis, wenn du zu der Platte von Black Sabbath mitspielst, nicht wundern, bist nicht du, sondern es sind die. Die haben ihre Instrumente nicht richtig gestimmt. So viel auch mal dazu, was Gitarre, Stimmen und sowas betrifft. Warum auch immer, die Instrumente sind da ein bisschen höher. Vielleicht passte es besser zur Stimme von Ozzy Osbourne. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls starten wir hier mit einem E-Power-Chord. Aber wir müssen an dieser Stelle ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und zwar, wir machen nämlich hier so einen affenscharfen Hammer-On. Und zwar musst du deinen Zeigefinger im 12. Mund auf der E- und A-Seite plattlegen, damit das hier passiert. Du musst beide Töne hören können. Und dann machst du einen Hammer-On mit dem Ringfinger in den 14. Bund und machst daraus dann eben einen E-Power-Chord. Und das machst du dreimal. Wenn du neu bist im Thema Hammer-Ons, kein Problem. Drück mal auf Pause, üb das erstmal ein bisschen für dich. Achte aber vor allem darauf, dass nicht die Nachbarseiten alle mitschwingen dabei. Ich habe den Zeigefinger hier so runtergedrückt, dass die anderen Seiten eigentlich nicht gedrückt werden, sondern nur gedämpft werden. Wenn du es jetzt dreimal geschlagen hast, machst du folgenden Lauf. Zeigefinger, 12. Bund, A-Seite, ein Hammer-On in den 14. Bund mit dem Ringfinger. Das Ganze machst du auf der D-Seite vom 12. in den 14. Bund. Nochmal auf der A-Seite. Und dann 12. Bund D-Seite und 14. Bund A-Seite am Schluss. Mit einem Aufschlag dann. Also. Gesehen, die spielen es zweimal das absolut gleiche, ist aber nicht so. Der letzte Ton ist der im 14. Bund auf der A-Seite von dem Riff. Also dreimal unseren gehammer-onten E-Power-Chord.
Dann geht's rüber in die Strophe. Ozzy Osbourne kommt mit seinem engelsgleichen Organ um die Ecke und singt uns ein paar schöne Zeilen. E-Power-Chord. D-Power-Chord. So, also hier wieder im 12. bzw. 14. Bund den E-Power-Chord und dann im 10. und 12. Bund den D-Power-Chord. Und das wird gedämpft mit der Handkante hier, von der Schlaghand. Dann. Folgendes auf den G-Power-Chord. Einfach Nachbar, auf den Nachbarseiten, auf der A- und D-Seite. Sofort wieder zurück auf den D-Power-Chord auf der E- und A-Seite. Und dann einmal am Schluss den E-Power-Chord. Und ganz am Schluss kommt noch einmal im 12. Bund auf der D- und G-Seite. Mache ich mit dem Zeigefinger. Ja, diese beiden Töne. Also, Strophe. Machst du insgesamt zweimal und dann kommt es zum, wie nenne ich es, Zwischenspiel. D-Power-Chord, einmal anschlagen, C, D und wieder gedämpfter E-Power-Chord. Das Ganze jetzt nochmal. Also 12. Bund, E-Power-Chord, dann 8. Bund, C-Power-Chord, 10. Bund, D-Power-Chord und wieder gedämpfter E-Power-Chord nach unten schlagen. Nächste Strophe. Power-Chord und wieder der G-Power-Chord jetzt, D und G. G, D, E. Und dann gibt es einen Part, der einmal nur vorkommt. Einfach nur E-Power-Chord liegen lassen, einmal anschlagen. Zum D-Power-Chord, E-Power-Chord und wieder D-Power-Chord. Und dann geht's schon wieder in. Das war's schon an Feinheiten oder was es an Riffs gibt bei dem Song. Viele unterschiedliche Sachen. Was sie aber alle eint, ist, dass man einen recht flotten Abschlag braucht in der Schlaghand. Und das Ganze gedämpft, aber auch auch ungedämpft. Und da würde ich dir empfehlen, mit einem Metronom zusammen das Ganze einfach mal auf Tightness auch üben, weil darauf kommt es da vor allem darauf an, dass das nicht irgendwie langsamer und schneller wird. Einfach mal, stell das Metronom dann gern auf so 80 Beats ein, erstmal pro Minute. Und dann spielst du dazu Achtel. Wie eine Maschine muss das so gleichmäßig wie möglich klingen. Wie ein Uhrwerk muss es sich anhören, Baby. Dann wirklich das Safe spielen, dass es wirklich sauber ist. Dann kannst du schneller werden in 10er Schritten oder sowas.
Dann gehst du auf 110, 120, 130, 140. Und so weiter und so fort. Mach es erstmal in dem Tempo, in dem du dich wirklich sicher fühlst, in dem es gut klingt. Und du wirst schon irgendwann merken, wo die Grenze ist. Dein Arm wird anfangen, ein wenig zu verkrampfen. Versuch dann wieder lockerer zu lassen. Leiser spielen hilft da oftmals. Da kann man sich so ein bisschen mit selber rein tricksen in eine höhere Geschwindigkeit, indem man versucht, mal leiser zu spielen, weil dann übt man nicht so viel Druck aus. Man neigt dazu, also bei mir ist das auf jeden Fall so und bei vielen, die ich kenne und die ich über die Jahrzehnte unterrichtet habe, dass das bei hohen Geschwindigkeiten, dass man dazu neigt, immer fester zu schlagen und dadurch verkrampft man immer mehr und dann ist es ein Teufelskreis, man wird eigentlich langsamer. Das ist bei so einem Song natürlich tödlich und deswegen erstmal langsam aufbauen, eine saubere Technik, kann ich dir da nur empfehlen. Macht Hammer Bock, der Song ist ein wirklich geiles Riff, sollte man im Repertoire haben als Gitarrist. Es ist nicht besonders kompliziert zu lernen und ich wünsche dir viel Spaß damit. Hoffe, dass du hier viel mitnehmen konntest. Falls du Schwierigkeiten haben solltest mit diesem Tutorial, ich kann dir nur empfehlen, als gute Grundlage für alle Tutorials, die du auf YouTube findest, aber natürlich auch für meinen Channel, findest du in der Videobeschreibung meinen kostenlosen Crashkurs. Der wird dir durch alles durchhelfen, dir eine gute Grundlage geben. Viele, viele geile Songs lernst du da sowieso schon. Akkorde, Techniken, alles, was du brauchst, um gut in die Welt der Gitarre zu starten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!